die Meute will da, aber die Meute. Haben sich auch gedacht, nee, ich fahre da nicht hoch, sondern ich fahre lieber mit Josh. Weil das bestimmt besser geht. So, wir halten das einfach mal so, dass die Masse an allen Türen rein möchte. Dann machen wir mal. Zack, zack und alles auf, was wir haben. So, wird eh gleich wieder kalt hier drin. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Immer, vor allem, wir dürfen 1000 Fahrkarten verkaufen. Ich freue mich. Ja, da freut mir. Einmal normal, bitte. Ah, wir können zum Beispiel mal ein bisschen frische Luft tanken für Berghoch. Hallo. Wenn wir lange nicht offen haben, die Tür. Vor allem manche Leute kaufen hier eine normale Fahrkarte, die andere eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, okay. Bitte. Beim Hinten können wir schon mal, auch mal zu, damit nur hier vorne kalt wird. 1,70, dann 30, 2 und 1. Eine Fahrkarte, bitte. Ach, ihr steht ineinander, das ist okay. So, und dann gibt's 30 zurück. Bitteschön, noch irgendjemand? Wer hat denn nicht will nochmal einsteigen dabei sein? Unser wilden Fahrt auf den Gletscherberg. Ja, ich ist ja, wir fahren ja nur zur Talstation. So, der Heizung sagt, es ist viel zu kalt im Bus. Machen wir ein bisschen wärmer. So. Haben wir jetzt echt alle mitbekommen, oder? Okay. Wie die Sardinen. Aber wir hatten die. Was sind das für eine Dirt Map? Also. Die Dirt Map sollten wir nochmal überdenken. Alter, das ist ja mehr als die Sardinenbüchse da hinten. Okay. Naja, aber sie haben ja Luft, also von dem her ersticken sollten sie uns nicht. Wenn nicht, da gibt es heute Abend Heringe aus der Dose. So. Mal vorbei hier und los. Wie lange hätten wir denn eigentlich Pause oben? Also ich fahre nicht zurück, weil wegen, ne? Ach so, 7 Minuten. Das heißt, wenn du hier den ganzen Tag Gletscher Express fährst, hast du wahrscheinlich irgendwann. Kannst einfach mal einen Kuss auslassen. So. Ja, genau. Nächste Zeit wäre Gletscherbahn. Da wären wir dann da oben. Okay. So wäre das dann. Ja, ja. So ist das Leben. So ist das Leben. Eng. Knapp. Ganz. Müssen wir mal drum. Wetten, ich bin wieder irgendwo falsch. Ah, nee. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das kenne ich irgendwo her. Die Frage ist, wie rutschig ist hier? Sollte man das austesten? Also man sagt eigentlich immer, Fahranfänger, die sollen das ausprobieren. Also Brems- und Beschleunigungstests machen, aber ich glaube, mit den ganzen Fahrgästen da hinten drin unterlasse ich das ein wenig und fahre einfach mal vorsichtig. Da bleibt eh gleich stehen, der Bus, und ich werde die Folge unterbrechen müssen und werde traurig meinen Weg gehen. Ja. Aber wobei das mit den 105 Stehplätzen, ich glaube, ich weiß langsam, wo das herkommt. Okay. Ist echt enorm, was da reingeht. Also die können sich zumindest in dem Bus wirklich so quetschen, wie sie es auch in der Realität tun könnten. Erst recht, wenn es keine nervigen Schüler, wie ich hier selber einer bin, mit Schulranzen sind, die dann irgendwie quasi Stehplätze für zwei verbrauchen. Aber hey. Okay, Beschleunigung ist hier auch nicht so, aber. Ist aber so, ich bin einfach mal froh, dass wir nicht stehen bleiben, sondern einfach nur. Einfach fahren. Einfach fahren. Oh, so. Ach, kommt da schon die erste Spitzkehre? Eng, 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 eng und zu schnell, eng und zu schnell, eng und zu schnell, eng und zu schnell. Nein, Hilfe, falsch, falsch, Sicht, 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 Sicht. Warte mal, so. Ganz entspannt, so. Da ist die Kurve, Josh. Und da musst du rum. Und da fährst du gleich gegen. Aber kann man rückwärts rollen? Nein, wir rollen vorwärts. Warte mal. Ja gut, Warnblinker sieht eh keiner. Dann rollen wir etwas zurück in die Rückwärtsgang. Am besten nicht so weit, dass wir fahren ganz runter. Und dann machen wir wieder die Gang nach da vorne. Und dann ganz vorsichtig anfahren. Das passt. Ja, da passt der locker. Da kommen wir mit dem U15 hoch. Kommen wir da. Nee, weil das Problem am U15 ist vor allem auch, also. Habe ich mal ausgetestet in Stettin. Und da habe ich persönlich immer das Problem, dass der selbst auf der Geraden manchmal, also dass irgendwie die dritte Achse noch nicht wirklich so richtig eingearbeitet worden ist. Also es ist halt, es ist nur mal eine Mod, ganz klar. Das Problem an der Sache ist dann halt, dass der etwas seltsam beschleunigt und auch schon auf der Geraden starke Probleme mit durch den durchdrehenden Rädern hat und sowas. Also Physik ist okay. Gerade da gab es auch irgendwie so ein Update oder so ein Fix oder sowas, damit er sich auch achsenmäßig richtig bewegt.
Aber das Problem ist halt bei der Beschleunigung und das wäre hier hoch halt jeder tot, wenn du einfach gar nicht mehr weiterkommst, der verhakt sich sehr gerne und deswegen habe ich besser sein gelassen. Und den Bus wollte ich mal zeigen. Die Ausrede für alles. Das ist eng. So. Leute, da geht's runter. Hilfe. Warte mal, wie sieht das denn von außen aus? Ich bleib vielleicht am besten nicht... Alter, Dirt Map, ey. Na doch, kann man so anbieten. Schleichend wie ein... Was schleicht denn? Wie eine Schildkröte. Ganz genau. Also die Dirt Map. Ja, müssen wir nochmal ran. Naja, aber sonst muss ich sagen, hier, ich glaube... Wie heißt der Mensch, der den U15 und den U10 gemacht hat? Nighthall oder irgendwie sowas in die Richtung? Die sind echt top Arbeit geleistet. Also sieht wie aus einem Guss aus. Könnte ganz genau so von alt her sein. Gibt halt leider noch keine Repaints für, deswegen muss ich halt im prachtvollen weißen Tarnkleid rumfahren. Passt dafür ja ganz gut zum Winter. Aber trotzdem, also muss ja wirklich top Arbeit, kann man gar nicht anders sagen. Auch wenn es eine Dreitüre ist, aber naja. Was willst du machen? Oh, was können wir zu rechts holen in der orangenen Box? Wahrscheinlich so Streuschutt. Also wenn wir irgendwo stehen bleiben, dann nehmen wir einfach hier den Laufroller hin, nehmen was aus dem Kübel schon raus und dann können wir das bisschen unserem Bus streuen und dann funktioniert das alles wieder ein. Ah, nee, langsam, langsam, langsam. Da geht's runter. Nein, nein, zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Ich will vor allem nicht runterfallen. Also... Bei aller Wille und bei allen besten Wünschen, dass ich hier failen werde, die ihr euch wahrscheinlich denkt. Runterfallen wäre halt insofern ein bisschen unpraktisch, ja, dass man halt das Problem hätte, nochmal neu anfangen zu müssen. Und das muss jetzt gerade nicht sein, ne? Das muss nicht sein. Oder halt, dann wäre halt die Folge zu Ende und das ist ein etwas unbefriedigendes Ende. Wenn man dann oben ist, kann man auch sagen, Achievement Get, Gletscher Express im Schnee geschafft, ne? Zwar mit einem Midibus, aber hey, zu schnell. Ganz langsam. Ich fahre wieder eh viel zu schnell. Dass er die Kurven überhaupt ansatzweise so schnell packt, finde ich echt interessant. Weil es liegt wahrscheinlich auch an der Straße. Hey, Joshua, du schreist wie ein Mädchen. Ja, tut mir leid. Liegt wahrscheinlich auch an der Straße. An der Straßenbeschaffenheit. Oh, was ist heute los? An der Straßenbeschaffenheit, weil es hier so seltsame Steine sind, die auch Force-Feedback-mäßig immer wunderschön reinhauen. Das muss aber so, ne? Ja. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. So, wir haben Zeit. Ne, wir sind nicht 6 Minuten zu spät und müssten dann quasi, wenn wir zurückfahren sollten, nicht sofort umstellen und wieder los. Nein. Also die Umlaufpläne sind für den Winter echt sehr eng gefasst. Und wenn schon bei uns irgendwie anfangen, die Busse auszufallen im Schwarzwald, dann werden sie hier eh ausfallen. Vor allem mit dem Fuhrpark, hallo. Bestehen aus SDs, Ds und was haben wir noch? Also aus SD202 und SD200. Ja, mein Hals. Das ist... Das Ding hat meinem Hals echt nicht gut getan. Das ist nicht so toll, so. Die Kurve noch und ich frag mich einfach, wie lange es noch ist. Ich habe keinen Plan. Ich habe eh von nichts im Plan. Warte mal. Ja, da bin ich auf Retarder gekommen. Sicht. Ihr habt noch Zeit, euch hinzusetzen. Dann sehe ich auch ein bisschen was in der Kurve. Aber ist nur der Busfahrer, der hier irgendwie gefühlte 100 Leute im Bus hat. Hey... Was will man tun? Was wollen die eigentlich alle da oben? Ski fahren oder was ohne Ski? Das ist auch interessant. Wenn diese Menschen jetzt echt wären, könnten wir sie einfach mal fragen, aber... Naja. Die werden mir eh nicht antworten. Tragisch. Da ist ein Abgrund. Da geht es abgrundtief runter, so wie das Niveau. Ja, nee, das ist schon da unten. Das ist schon ganz weit unten im Tal, wa? So,
Das sieht auch wieder gleich nach einer Spitzkehre aus. Ja, in der Tat. Und wir müssen wahrscheinlich um den Baum rum. Wow, dieser Baum, es ist von einer Dekorativität und vor allem auch hier diese flackernden Texturen, es ist an Qualität nicht zu überbieten. Gar keine Frage natürlich, das ist top. So. Die Frage ist, wie weit wir überhaupt noch hoch müssen. Ja, vielleicht mal schauen können, wie viele Höhenmeter das oben sind. Dann hätte er nämlich schauen können. Wir sind nämlich schon, warte mal, wie hoch sind wir? Wo stehen die Höhenmeter? Hilfe. Hier Höhe, 360 Meter haben wir jetzt. Okay. Dass ihr nicht wüsste, wie hoch wir sind oder wenn ich entweder das Fahrerhandbuch gelesen hätte oder irgendwie sowas in die Richtung, dann wüssten wir jetzt auch, wie weit wir noch haben. Aber die Professionalität, naja. Was will man tun? Ich trinke einfach nochmal einen Schluck, das wird alles besser. So. So. Ich stoße wahrscheinlich rechts gerade an den Berg an, aber hey. Dann gibt es bestimmt auch noch eine extra tolle Schleifspur-Map für den Bus an der Seite, wenn schon die Dirt-Map so toll ist. Josh, du kritisierst immer, du kannst es selber nicht besser, finde ich voll scheiße von dir. De-Abo. Ja. Ist okay. So bin ich halt. Nee. Es ist halt so. Es sind ja Sachen, die quasi nicht im Bereich des Unmöglichen liegen und man einfach nicht hinbekommt, sondern es sind halt einfach kleine Nachlässigkeiten. Und das ist, was willst du tun, ne, Robert? Kann auch Robert nichts dagegen tun, ne? So. Fahren wir einfach mal ein paar Meter so. Haben wir auch gar keine Linie da, okay. Hätte irgendwas schildern sollen, irgendwie so GEX oder sowas oder einfach nur EX oder einfach nur X oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Da windet er sich durch den Berg. Okay, nicht durch den Berg, sondern doch eigentlich ist es schon durch den Berg. Boah, ich sehe nicht. Wo geht's da weiter? Ich sehe keine Straße und die Dame hat es eilig auszusteigen, so. Für die brauche ich auch noch einen Namen. Naja. Kommt bestimmt irgendwann mal aus dem Affekt irgendeiner. Vor allem, es wird bestimmt auch relativ interessant hinten im Bus für den Motor, weil wir haben so einen tollen Premium, richtig super, mega genialen Solaris stehenden Motor im Innenraum. Der gibt bestimmt auch nicht irgendwie viel zu viel an Hits ab oder sowas. Ach, deswegen wird es auch schon deswegen, es wird wahrscheinlich auch so schnell warm. Weniger Gas, Josh. Nicht, dass die Räder noch durchdrehen. Nein. Nicht die letzten Meter. Nein. Nicht stehen bleiben. Ich versuche schon mit dem Gas so zu spielen. Ich mache mal ein paar Schlangenlinien. Die helfen immer. Wenn nichts mehr hilft, dann Schlangenlinien. Nein. Bringt Vollgas was? Okay, Vollgas bringt was. Ich habe gedacht, wir sollten vielleicht durchdrehende Räder vermeiden, weil, wie gesagt, ich wohne an einer Straße, die eine leichte Steigung hat und dann merkt man im Winter relativ häufig, wer da fähig zum Fahren ist und wer nicht. Und das Interessante ist ja, dass die ganzen Opel-Fahrer immer stehen bleiben, habe ich so als Analogie rausgefunden. Ja, okay. Ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie, wenn ich in einem Monat 18 bin, auch mit einem Corsa durch die Gegend fahre. Nein. Das tut nur so. Aber es ist echt interessant zu sehen. Und die mit der Mercedes C-Klasse. C-Klasse, dieses Rentnerauto. Tut mir leid an alle Menschen, die jung sind und eine C-Klasse fahren, aber es ist halt irgendwie so das typische Rentnerauto. Am besten irgendwie noch in Silbergrau. Ja, tut mir leid. Ich habe euch jetzt so seriös den Berg... Was ist jetzt gerade falsch? Ich habe euch so seriös den Berg hochgeleitet. Und ihr seid nicht einmal dankbar. Wo führt das noch hin in dieser Welt? Ich weiß es nicht, wohin mit meinem Problem. Josh, du übertreibst. Josh, das ist nicht witzig. Josh, du bist voll lächerlich. De-Abo. Ich bin ja schon ruhig. Ich bin doch nicht mehr lustig. Ich kommentiere jetzt einfach nur ganz seriös und kommentiere die aktuelle Situation, wie sie uns hier im Bus vorliegt. Wir bewegen uns mit einer Geschwindigkeit von um die 30 km/h den Gletscher nach oben und wir werden am besten in Kürze diesen ebenfalls auch erreichen, damit unsere Fahrgäste, die sich im Bus befinden, die wir eingesammelt haben und denen wir Fahrkarten verkauft haben, dass sich diese dann
hoch auf den Gletscher mit der Gletscherbahn begeben können und dann dort ihren Urlaub verbringen. Ja, und sowieso und vor allem auch. Und diese Pöller dort auf der rechten Seite, man sieht ganz klar, die werden auch nicht vom Schnee erfasst, weil die haben eine ganz bestimmte Schutzschicht, so wie ein, wie heißt es Teil? Lotus. Sie haben eine Lotusbeschichtung. Man sieht ganz klar, dass diese deswegen nicht von Schnee und Eis erfasst werden. Ja, und somit haben sie einen wunderschönen Kontrast zum Schnee und man sieht sofort, wo man nicht hinfahren muss. Ja, das sollte ich mir als Kanaltrailer schneiden und keiner wird mich mehr abonnieren. Ich brauche immer neue Kanaltrailer. Der ist ja eh total am... Nee, toll. Naja. Was man nicht alles tun könnte, wenn man Zeit hätte. Ja, ja. So beeilen wir uns einfach mal ein bisschen. Aber man ist ewig Zeit hier, wa? Ist ja wieder spät und kalt draußen, wa? Eng. Knapp. Die letzten Ausläufe des Schneeberges, aber... Irgendwie, ich habe keinen Plan, wie hoch wir noch müssen. Also das wäre richtig, sind zweifle ich mal gar nicht an, weil es geht nach hoch. Aber ich zweifle an, dass wir... Ach doch, die Brücke, stimmt, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Brücke sagt, es ist nicht mehr allzu weit. Wenn man auf der Brücke schaut, wir können mal ganz kurz stehen bleiben, weil ich gehe mal davon aus, dass wir auf einer ebenen Brücke wieder weiterfahren können. Ich kann mal hoffe ich, weil anfahren ist im Schnee immer toll. So. Ach toll hier. Ja genau, da unten sind wir nämlich, glaube ich, lang gefahren. Warte mal. Ja genau, da unten. Da oben sind wir jetzt. Wunderbar. Hätte ich Lust, könnte ich es irgendwie auf Thumbnail packen, aber ich habe halt immer meine klassische Ansicht, das ist, da bin ich mir treu. Und ich könnte einfach mal variieren, egal, ich schaue einfach mal so. Toll, wir fahren auf der Brücke und werden es wahrscheinlich die letzten Meter nicht schaffen, weil wenn ich anfange, sieht aber gut aus. Ganz, boah, vorsichtig. Der Bus gibt so extrem Gas, was immer der für ein Getriebe hat, wahrscheinlich ein Void-Getriebe oder irgendwie sowas, das schaltet sehr... Interessant. Oh, es wird ebener. Es wird ebener. Und da laufen Menschen. Zivilisation. Ach, schön. Toll hier. Wo müssen wir denn lang? Also links nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir da lang müssen. Und dann haben wir es geschafft nach knapp einer Stunde. Eine Pracht. Wie lange hätten wir eigentlich fahren müssen? Warte mal, von 45 bis 23. Da zieh. Jetzt haben wir es unfallfrei geschafft. Jetzt schaffen wir auch die letzten 2-3 Meter so. Naja. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen länger gebraucht. Wir sind 10 Minuten zu spät. Aber was will man tun? Da machst du nichts, ne? So. Stellen wir uns irgendwo dekorativ hin. Am besten mal auf den äußeren Bussteig, weil damit die nicht noch damit rechnen, dass sie mitnehmen. Pack da draußen. So. Stellen wir uns da hin. Aber auch eng hier. So, dann machen wir mal ditte. Dann machen wir mal ditte. Motor lassen wir am besten mal laufen. Für den Kollegen, der gleich die Ehre hat, den Bus zurückzufahren. Dann machen wir halt mal auf. Und schildern mal irgendwas Interessantes. Wie zum Beispiel Ziel 1. Ziel 1. VVR. Ach stimmt, das war unsere Verkehrsgesellschaft. Ja, um die Frage aus der ersten Folge zu beantworten, die ich mir gestellt habe, dann können wir, denke ich, auch mal... Der Pöbel! Es hat viele Leute hier. Machen wir wieder zu. Ich sollte mal ein bisschen lüften. Egal. Ist alles im Moment nicht mein Problem. Das darf dann alles der Kollege übernehmen. So. Jetzt haben wir auch keine... Doch, wir haben noch seltsame Dirt Maps. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. So. Dann würde ich sagen, beenden einfach mal mit der Ansicht. Sieht ganz dekorativ aus. Kann man so anbieten. Okay, meine Displays kann man auch generell nicht so anbieten, aber okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für mehr als 1000 Abonnenten. Es war echt ein schöner Start ins Jahr 2015. Ist auch schon ein bisschen her. Aber ja, den guten Rutsch haben wir jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes erlebt und ja... Dann sind alle zufrieden und wenn das Forum jetzt wieder offen ist, dann kann ich ja mal schauen, was wir als nächstes mal einen Angriff nehmen. So, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!